Moonlight. Eine Stute, die genau weiß, was sie nicht will. Ihre Besitzerin bekommt sie nun mit sehr viel Mühe in den Pferdeanhänger. Ariane Thägen soll das ändern. Mein Name ist Ariane Thägen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eichenecken, Moonlight, eine Stute, glaube ich, habe ich richtig im Kopf. Genau. Ne? Und die Moonlight ist hier, weil sie total ungerne auf den Anhänger geht. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Wie sieht denn dieses ungerne auf den Anhänger gehen aus? Also sie ist nie böse, dass sie steigt oder schlägt oder tritt. Sie geht gerne über die Seite. Ja, und wenn sie auf der Rampe steht und man kommt mit ein bisschen Druck, eventuell von hinten oder man möchte sie hochholen, dann zieht sie den Kopf hoch und geht nach hinten weg. Manchmal auch über die Seite. Ja. Genau. Hast du es denn schon mal probiert, sie nicht weggehen zu lassen? Also häufig ist es ja so, dass wenn ein Pferd immer eine Wahl hat, dann bleibt es immer noch nett und freundlich. Aber wenn man sagt, du zurück ist nicht, weil da hinten nervt es dich. Dann holt sie richtig Kraft raus. Ja, okay. Also dann zeigt sie, was sie kann. Was auch immer. Genau, also einmal erstmal der erste Aspekt für mich halt, wenn wir mal in die Klinik müssen, ohne viel Tamtam. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil viele Untersuchungen gehen nicht am Stall, gerade Koliksachen. Und natürlich, wir fahren gerne in eine andere Halle. Auf unserem Hof haben wir eine kleinere Halle. Und seitdem ich sie wieder trainieren darf, möchte ich halt auch so ein bisschen, ein bisschen mehr können. Und ja, die ist auch nicht weit von uns, aber es ist halt doof, die Lust vergeht halt schon beim Aufladen. Ja, das kann ich total verstehen. Ich sehe das auch ganz häufig. Wir sind immer ein oder zwei Jahre im Jahr sind wir nach Sevalo gefahren. Und das ist immer samstags Anreise und Abreise da. Und es sind wirklich teilweise Menschen da, Pferdebesitzer da, die fangen freitags an aufzuladen und sind samstags vormittags immer noch nicht auf dem Anhänger. Und da sage ich mir, boah, ey, wenn ich denn so einen entspannten Urlaub beende, dann ist ja schon alles wieder weg. Genau. Ja, es macht halt einfach keinen Spaß für beide nicht. Ja, prima. Ich kann mir vorstellen, du hast sie jetzt abgeladen, sie hat was gefressen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt nicht mehr so gut gestimmt ist, wieder auf den Anhänger zu gehen. Ja. Weil, wie du mir gerade erzählt hast, ist sie ja wohl irgendwie überraschenderweise gerade so eingestiegen. Einfach so, klar, sie hat einmal geguckt und dann so, okay, wo fahren wir hin? Ich komme mit. Ja. Wunderbar. Ich weiß es nicht. Musst du einfach nur sagen, so, wir fahren jetzt zum Training. Genau. Zu Ariane. Besser ist, du steigst sofort an. Was hältst du denn davon? Denn sehe ich einmal, wie ihr beide so miteinander umgeht oder auch was macht. Wenn du einfach mal versuchst, dir vorstellst, du willst jetzt wieder nach Hause fahren und sie einfach mal versuchst aufzuladen. Ja. Wenn alles super läuft, kannst du sie ja auch gleich wieder mitnehmen. Nein, wir müssen das festlegen. Ich trainiere das mit den Pferden immer so, dass man alleine aufladen kann und dass man auch keine Trennband zur Seite schieben muss. Weil es gibt auch ganz viele Pferde, die gehen zwar toll rein, ruckelt man dann aber an der Trennwand rum und bis man dann die Stange dahinter hat, sind sie vielleicht schon wieder raus. Ja. Und deswegen übe ich es eigentlich immer so, dass die Pferde alleine rein, ich auch hinten stehen bleibe und wenn die drin sind, ich schon die Stange hinter machen kann. Das ist das, was ich immer trainiere. Ja, genau das. Alles klar. Okay. Und dieses Spielchen macht sie dann aber auch ganz lange. Wie lange brauchst du normalerweise, um sie drauf? Das längste war letztes Jahr zur Klinik hin, wegen der Abschlussuntersuchung, wegen der Sehne. Und das Spiel ging dann eine Stunde. Oh, okay. Ja. Und das machst du denn alleine oder hast du denn noch eine Hilfe, die von hinten treibt oder so? Ja, oder? Dass jemand daneben steht. Und dann wird sie wahrscheinlich noch bockiger? Anfangs ja. Und irgendwann, also wir versuchen das wirklich
ohne Gewalt. Also ich möchte sie nicht hauen oder so gar nicht. Ja. Und ich gucke dann schon, dann dauert es halt länger. Das plane ich dann ein. Und dann muss das, Okay. Und wie gesagt, je nach Tageslage, manchmal klappt das auch nach 10 Minuten. Ja. Und dann manchmal wieder nicht. Und ich habe das Gefühl, umso häufiger wir mit dem Hänger fahren wollen, umso schlimmer wird das. Also so wie heute war es jetzt schon wieder bestimmt einen Monat her, dass wir es versucht haben. Ja. Und dann weiß sie vielleicht nicht mehr so genau, okay, was kommt jetzt richtig auf mich zu. Ja. Mache ich das aber jede Woche einmal, dann merkt sie sich das und dann weiß sie auch, was sie machen muss. Okay. Ja. Mir würde das jetzt auch schon reichen. Super. Ich denke, wenn das so dieses Spiel ist. Und es ist ja auch schwierig, da alleine rumzukommen, wenn die über die Seite ausbüchsen. Ja. Prima. Im Umgang mit anderen Pferden ist sie eigentlich lieb, nur sie ist halt die Chefin, also sie ist sehr dominant. Und Stuten, also sie ist nie böse, sie tritt nicht oder beißt nicht, aber sie sagt halt durch ihre Körpersprache ganz klar, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Es kann halt sein, dass sie beim Reiten, ist sie denn da auch dominant? Nein, also sie ist wirklich, also mittlerweile total, auch wenn sie rostig ist, total angenehm, also wirklich super. Klar, wenn sie was Neues machen soll, ist es halt immer so ein bisschen, sie hinterfragt ganz viel, ne? Aber nie böse, immer führbar, also ich komme super mit ihr zurecht, obwohl sie halt wirklich recht, dominant ist. Ja, Moonlight ist hier wegen Verladetraining. Es dauert immer so circa eine Stunde, bis die Moonlight dann auf den Anhänger geht. Sie geht eigentlich immer an der Seite vorbei, zieht rückwärts. Und das ist dann alleine natürlich immer schwierig, aber selbst zu zweit verladen dauert wirklich lange. Und ich kenne das selber und ich bin immer so, ich möchte mein Pferd alleine verladen können. Ich möchte mein Pferd auch alleine fertig machen können, auch in fremder Umgebung. Das Stehenbleiben scheint sie gut geübt zu haben, weil das ist jetzt, wie man sieht, gar kein Problem hier. Moonlight kennt mich gar nicht, hat sofort gewiehert. Ich habe sie gefragt, ob wir ein Verladetraining machen wollen und sie hat sofort gewiehert und hat gesagt, ja, das machen wir. Ich weiß nicht, ob sie sich so sicher dabei ist, aber wir werden jetzt einfach wirklich üben, raufzugehen, runterzugehen. Ich versuche, wenn sie drauf ist, ihr es so angenehm wie möglich zu machen. So, jetzt wollen wir mal schauen, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Komm. So, ich gehe jetzt einfach mal da drauf zu. Als wenn das Konrad ist, der sowieso auch alleine einsteigt. Und gucke einfach mal, was passiert. Komm her, wir gehen einfach mal hin. Haha, ich gehe rein, sie nicht. Warum auch? Sie ist ja auch gerade erst gekommen. Sie soll sehr, sehr stur sein. Nein. 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 Sie soll sehr stur sein und auch auf die Frage hin, oh Stüdi, auch auf die Frage hin, was passiert, wenn man sie denn zwingt, heißt es, sie setzt ihren Körper massiv ein, was auch immer das bedeutet, werden wir erfahren. Aber nach Angst sieht das schon mal nicht aus. So, was ich auch gehört habe, ist, dass sie ganz gerne auch vielleicht einfach jemanden umrennt. So, und für mich ist es einfach so, dass ich ihr erstmal sage, dass sie mich nicht umzurennen hat. Komm mal her. Und wenn ich sie hier mit der Gerte touchiere, heißt es, benutze deinen Hintern und geh rum. Fein, klasse. Ja, toll. Nein, nein. So, das kann man auch ganz wunderbar machen, wenn man alleine ist. Dass man einfach den Weg an der Seite verbaut. So ist schön. Und immer, wenn sie vor der Klappe stehen bleibt. Nein, guck, keine Angst. So, klasse. Nein. Und rum mit dem Hintern. Und rum mit dem Hintern. Und rum mit dem Hintern. Komm. Ja, fein, gut so, klasse. So, ich möchte erstmal, dass sie überhaupt in Ruhe hier vor der Klappe stehen bleibt. Super, dass ich eine Chance habe, sie zu loben.
Nein, auch nicht Anlauf nehmen. Ach, fein, klasse. Super. Tolles Mädchen, klasse. So, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Arianes Erfolgsrezept basiert auch hier auf Geduld. Moonlight wird so lange gezeigt, was sie machen soll, bis sie keine Lust mehr hat, das Gegenteil zu probieren. Prima. Das ist erstmal der erste Schritt. Ne? Hast du mal deine Nase aufgesperrt, da ist richtig leckeres Futter drin. Ja, richtig lecker. Nee. Ja, klasse. Schau mal. Guck mal. Hier. Ja, das ist hier drin. Hast du noch gar nicht mitgekriegt, ne? Geh mal wieder zurück. So, es gibt ja auch Trainer und Trainingsvarianten, wo man wirklich über die Hängerrampe geht, im Trab, im Galopp, alles Mögliche. Ich habe auch schon aufgerissene Pferdebeine dabei gesehen, weil man seine Pferde über die Rampe longiert, damit sie keine Angst mehr haben vor der Rampe. Das ist alles nicht meins. Nein, Popo rum, nicht über die Rampe drüber. Nein, ich möchte, dass sie hier den Popo rumnimmt. Fein, supi, klasse, super. Komm mal mit. Ja, guck mal. Hey, toll, toll, toll. Ja. Ja, komm mal mit. Ich komm mit dir. Brauchst nicht alleine gehen. Ich zieh dich auch nicht, wenn du zurückgehst. Mach ich auch nicht. Kannst du ganz vernünftig, ganz in Ruhe reinmarschieren. Willst du mitkommen? Vor. Klasse. Super gemacht. Klasse, ja komm. Ja, prima. Gucke wohl, kannst dir alles angucken. Ja, nicht über die Rampe, weil hier stehe ich. Popo rum. Fein. So, und sie weiß ganz genau, was ich will. Toll. Komm, Popo rum. Und vor. Und vor. Nee. Nein. So. Genau zu wissen, was Ariane will, heißt ja noch lange nicht, damit einverstanden zu sein. Außerdem weiß Moonlight auch nicht, dass es auch ganz nett sein kann, im Anhänger zu stehen. Das ist meist das größte Problem bei Pferden, die diese komische Konstruktion am liebsten meiden. Yoshi, Yoshi, hopp, hopp. Vor. Ja. Nein. So, komm, vor. Ja, fein, prima gemacht. Super. Na komm. Hopp, hopp. Und wenn man denkt, das wird nichts mehr, dann ist man meist nah dran. Und? Ja, 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 komm. Und vor. Klasse, guck mal. Oh, prima. Das wäre jetzt die Stelle, an dem viele andere das Pferd erstmal wieder wegstellen würden, weil es einmal diese schwierige Aufgabe gemeistert hat. Erfahrungsgemäß fängt man dann oft am nächsten Tag wieder von vorne an. So, kommst du wieder mit rein? Aha, nee, wieder dran erinnern. Wieder dran erinnern. Popo rum. Jawohl. Einsteigen. Einsteigen, weiter, weiter, weiter. Fein, klasse. Nein, nein. Nein. Jetzt bleibst du bitte da mit dem Po. So. Hopp, hopp. Komm, ja, fein. Super gemacht. Komm. Husch, husch. Nein. Nein. Popo, ah, das klappt schon gut. Popo rum, klasse. Super, komm mit. Ja, toll.
Ja, da sieht man, also großartig Angst ist nicht da. Sie möchte ganz einfach nicht. Und das passt aber auch zu dem, was die Besitzerin sagt, dass sie halt einfach ganz cool ihre Stärke ausnutzt. Sie macht das jetzt noch ganz dezent, das ist in Ordnung, da sind wir anderes gewöhnt. Aber ich glaube, sie ist schlau genug, um zu merken, dass es gut ist, wenn man einfach drauf geht, weil da ist es lecker. Und wenn man runter geht und wieder drauf geht, wird es wieder lecker. So, komm her. Für mich ist das ganz merkwürdig, weil ich muss auf der linken Seite gehen. Ich bin immer lieber andersrum. So, sie ist jetzt zum ersten Mal ohne Vorbeiziehen draufgegangen. Gucken, ob ich es nochmal hinkriege. Ich habe sie einfach vorher schon so ein bisschen so zu mir geholt. Ei, toll, super gemacht, klasse. Und zurück, und zurück, prima. Mensch, ich glaube, sie hat geschnallt, dass es da drin lecker ist. Sie will gar nicht wirklich zurück. So, komm her. Komm her, wir nehmen mal einmal einen kürzeren Strick. Und hopp. Hoppala. Super, klasse. Prima. Ja, und ganz häufig ist es so, wenn man die Stange einmal hinter hat und die wirklich gemerkt haben, jetzt können sie gar nicht raus, ich mache jetzt die Stange ab und führe raus und nochmal neu rein, kann es sein, dass schon wieder die Moonlight nicht reingehen will, weil sie gemerkt hat, die macht die Stange zu. So, und halt. So, Strick über den Hals. Es kann man wirklich auch probieren. Also ich hatte schon ein Pferd, das war blind und das hatte Angst, in den Anhänger zu gehen, wenn der Mensch vorne mit drinne war. Warum auch immer, ob er Angst hatte, den Menschen umzurennen oder eine Scheu hatte, sich nicht getraut hat, ist man draußen stehen geblieben, war das Ganze gar kein Thema mehr. Da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Und ich hatte eben gerade ein Bauchgefühl und habe gedacht, ich probiere es einfach. Sie büxt immer an der Seite aus. Was macht sie denn, wenn ich da stehe? Macht sie mich einfach platt oder geht sie viel besser rein? Gucken, ob es Zufall war. Na komm. Ischi, Ischi, komm. Ja, ich habe die Gerte jetzt mal weggelassen. So. Hopp. Ja, da war die Stange nicht vor, ne? Ja, da war die Stange vor. Hopp, hopp. Ischi, Ischi, ja. Und vor. Hopp, hopp. Ja, habe ich mir gedacht, ne, mit der Stange. Komm her, machen wir nochmal. Ist gar kein Problem. Hm? Na komm. So, kriegen wir es hin, dass du wieder reingehst, ohne auf mich zu treten. Hopp, hopp. Nee, nee. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Und vor. Ah. Nein. Nein. Und vor. Klasse gemacht. Super. So, und ich streichel immer, dass das einfach normal wird. Dass die wissen, nur weil gestreichelt wird da hinten, heißt das nicht, dass die Stange vorkommt. So, und wieder vor. Und wieder vor. Gut, machst du das. Klasse. So, und das finde ich richtig, richtig schön. Und wenn sie erstmal merkt, dass sie hier nicht immer abfragen muss, sie geht ja schon viel langsamer runter. Sie versucht jetzt auch gar nicht sofort hier runter zu springen von der Rampe. Warum auch, ne? Da drin ist es ganz gut lecker. Ja, komm her, wir nehmen nochmal neu Anlauf. So. Hopp, nein mit dir. So, ist schön. Nein, vor. Nein. So, das darf sie nicht machen. Wenn ich da die Stange hinter habe, darf sie nicht zurück. So. Nein. Vor. Vor. So ist sie fein. Ah, toll. Ja, guck mal. So, guck mal, ich ziehe mal meinen Handschuh aus. Dann kannst du das mal ein bisschen merken hier, ne? Guck mal, ja. Ei, so schön, ne?
Ja. Hm. Ja, was ganz häufig der Fall ist, wenn zum Beispiel der Anhänger immer benutzt wird, um in die Klinik zu fahren zum Beispiel, oder der Anhänger benutzt wird, dass man zum Training fährt, aber das Training vielleicht dem Pferd nicht wirklich Spaß macht, sondern eher ein Graus ist. So, wenn hier keine Spannung drauf ist, bleib vorne. So, jetzt kann ich aufmachen und zurück. Und ich sage auch zurück. Und wenn es zu früh ist, Hauptsache ist, sie hat das Gefühl, ich habe sie zurückgeschickt. Fein gemacht. Klasse, klasse, klasse. Ja, meine Rente ist vor der Tür. Vicky ist nicht mehr Co-Trainerin. Vicky ist jetzt Hauptdarstellerin, wollte ich sagen. Stimmt gar nicht, weil Hauptdarstellerin ist nämlich Moonlight. Und Vicky kann jetzt ihr Glück probieren. Wir haben ganz frisch das Verladetraining gemacht. Das läuft noch nicht hundertprozentig. Ja, es ist jetzt der erste Versuch heute. Und ich bin echt gespannt, was passiert. Dann versuch mal. Wenn alle Stricke reißen, musst du die Rentnerin einfach wieder zurückholen. Aber bei den leckeren Aussichten sollte Moonlight motiviert genug sein, um da jetzt so reinzugehen. Super! Das ist doch wohl der Hammer, oder? Klasse, das ist doch klasse. Wohl richtig toll. Vicky, falls sie zurückgehen sollte, geh mit, dass du kein Zug auf dem Strick kriegst. Ariane, es ist immer sehr wichtig, dass nicht nur der Trainer mit dem Pferd entsprechend umgehen kann, sondern dass es später auch die Besitzer können, ohne dass sie selbst zum Pferdetrainer werden müssen. Und da bietet sich ein Test durch Vicky mit ihren 11 Jahren natürlich an. Also das überrascht mich jetzt voll. Wir haben es gestern geübt, es hat auch gestern geklappt, aber heute ist ein neuer Tag. Sie ist jetzt gerade vom Paddock runter, sie hat gefrühstückt, so muss ich es glaube ich sagen. Ihr Bauch ist viel, viel schmaler geworden. Das hatte ich aber der Besitzerin gestern schon gesagt, dass ich mal vermute, dass ihr Pferd nach dem Anhängertraining, also nach diesen 3 Tagen, glaube ich, dünner sein wird. Und sie hat gesagt, oh, sie steht nicht auf Stroh. Es ist nicht immer nur Stroh, was wirklich ein Pferd aufgasen oder mit Wasser volllaufen lässt, sondern es kann auch durchaus ein Futtermittel sein, was in dem Mineralfutter drin ist, in dem Kraftfutter drin ist und so weiter. Es kann aber auch einfach nur mangelnder Hafer sein. Und das ist, nehme ich mal an, bei ihr der Fall. Sie hat jetzt hier die doppelte Portion quasi, ja, fast die zweifache Portion von dem gekriegt, was sie zu Hause bekommt. Und sie hat ganz, ganz viel geäppelt. Ich sehe es ja am Paddock. Und der Bauch ist deutlich, deutlich dünner. Zurück. Ne, genau, nicht ziehen, sondern schön vorne an der Brust. Eher rückwärtsweisend machen, nicht da, wo du den Strick in der Hand hast, weil, guck mal, wenn du sie hiermit drückst, machst du hier oben gleich Zug. Das heißt, du musst die andere Hand nehmen. Okay? Einmal motivieren. Sehr schön. Klasse. Super. Vor. Nochmal. Ja. Super gemacht. Super! Ei, toll! Prima! Das war jetzt aber mal eine Probe. Die Stange sollte rein, sie war aber raus. Pass auf, wenn sie den Kopf so rumdreht. So, dann kommt jetzt die absolute Generalprobe. Ja, jetzt kommt das eigentliche Verladetraining. Einmal fahren, abladen, sofort wieder aufladen. Und wenn sie das dann macht, hat sie für jetzt Feierabend. Dann machen wir es heute Nachmittag nochmal. Aber ich glaube, dann hat sie die Probe, die Nervprobe wirklich überstanden. Kleine Runde und dann bin ich gespannt. Aber Vicky muss ja arbeiten. Zu einem nachhaltigen Verladetraining gehört auf Hof Eicheneck auch das Fahren mit den Pferden. Oft zeigt sich nach so einem kleinen Ausflug schon, ob das Pferd gelernt hat, zuverlässig auf den Anhänger zu gehen oder ob es danach wieder in seine alten Muster verfällt.
super. Klasse. Prima, mein Mädchen. Moonlight sieht noch ganz entspannt aus. Bei dieser Übung ist vor allem wichtig, dass die Pferde lernen, dass sie nicht irgendwo ausgeladen werden, wo es vielleicht unangenehm oder stressig ist. Häufig werden die Tiere nur zu unangenehmen Orten transportiert, wie zum Beispiel dem Tierarzt oder anderen Locations, wo dann vielleicht auch die Reiter ein wenig angespannt sind. Also auch mal den lieben Vierbeiner mal irgendwo mit hinnehmen, wo es angenehm und entspannt für die Pferde zugeht. Dann freuen sie sich vielleicht auch, wenn sie einen offenen Anhänger sehen. Okay, super, richtig, richtig toll. Feines Pferd. Super gemacht, Vicky. Super gemacht, Moonlight. Ich würde sagen, du lädst sie ab, sie kriegt Feierabend. Ja, haben wir beide falsch gelegen. Moonlight ist so da wieder drauf gegangen. Bin ich richtig stolz drauf. Finde ich toll. Ja, wir werden es nachher nochmal probieren. Und wenn das dann auch wieder so toll klappt, ich glaube, dann können wir der Besitzerin was Gutes an der Hand geben, wie man einfach agieren kann, wenn denn doch mal wieder eine missliche Stimmung aufkommt. Weil ich glaube, dieses Nerven mit der Tuschiergerte, das hat wirklich dazu geführt, dass sie gesagt hat, oh nee, dann doch lieber im Anhänger sein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass der Anhänger was Leckeres ist. Ja, wir starten nochmal unseren Verladeversuch, darf ich gar nicht sagen, weil das macht die Moonlight so toll. Also ich wäre jetzt überrascht, wenn sie jetzt nicht auf den Anhänger geht. Wobei, ganz häufig ist es so, wenn denn wirklich Transportgamaschen, oh Kami, wenn denn wirklich Transportgamaschen drauf sind, kann es nochmal passieren, dass sie denkt, jetzt wird es wirklich ernst. Wäre natürlich auch toll, weil dann könnte man das auch gleich mit ihr ausdiskutieren. Aber vielleicht geht es ja auch so. Wir haben jetzt die Transportgamaschen dran. Vicky nimmt sie, lädt auf. Hast du Tuschiergerte? Ja, hast du? Ich frage mich immer, warum ich das eigentlich nicht machen darf. Warum darf ich denn mein Verladetraining nicht zu Ende bringen? Ja, weil ich das machen möchte. Tschüss. Ja. Vor. Super. Gut. Klasse. Und bevor sie zurückgeht, sagst du es ihr. Gut. Komm her. Komm, Süß, komm. Moonlight. Schau mal. Schau mal, was ich hier habe. Super. Ja, jetzt kannst du mal versuchen. Gut. Lecker, lecker, ne? Sie lehnt mich drauf. Sieht nicht so aus. Genau. Und zurück. Super. Jawohl. Denk dran, dass du nicht am Strick ziehst, ne? Weil du hast da ja eine Funktion. Toll. Klasse. Super. Prima machst du da. Abschlussprüfung bestanden. Jetzt muss es nur noch mit ihrer Besitzerin klappen. Ja, und das, finde ich, ist immer das, was ein Verladetraining ausmacht. Weil die meisten Pferde, wenn die erstmal gefahren sind, abgeladen werden, haben in der Regel keine Lust, sofort wieder auf den Anhänger zu gehen. Und das kriegen wir hier auch ganz häufig vorgeführt, dieses Phänomen. Und deswegen fängt da eigentlich das Verladetraining an. Es geht nicht darum, irgendwie kriege ich das Pferd drauf. Und wenn es drauf ist, schnell Klappe hintermachen. Ich glaube, das kennt fast jeder.
Jeder, der ein Problem hat mit einem Pferd, was jetzt nicht auf einen Anhänger geht, versucht irgendwie dieses Pferd da drauf zu kriegen, schnell Stange hinter Klappe zu, durchatmen. Das Doofe ist ja, dass man es überall und jedes Mal hat. Und so fängt weder ein Urlaub mit Pferd entspannt an oder der Besuch in der Klinik, der schon mit Verladeproblemen anfängt, wird noch schlimmer. Jedes Reittraining, jedes Verladen ist doch dann einfach nur noch Stress für alle. Und ich möchte ganz gerne, dass ich mein Pferd zu jeder Zeit und an jedem Ort ohne Stress verladen kann. Ohne Stress fürs Pferd, ohne Stress für mich. Also muss doch mein Pferd den Anhänger als was Leckeres, als was Angenehmes ansehen. Und deswegen habe ich nämlich auch, weil da fährt die guteste Moonlight völlig drauf ab, habe ich festgestellt, ein Apfel. Wo habe ich den denn jetzt? Ach, den habe ich ins Auto gelegt. Den hole ich jetzt erstmal gleich raus. Damit ist sie nämlich schön vorne am Futterplatz geblieben, sodass Vicky wirklich entspannt die Stange hintermachen kann. Und so ist alleine Verladen möglich. So, was bei Moonlight schon, was wir da festgestellt haben, ist, dass sobald eine zweite Person hier steht, ist ja ganz typisch, ist sie schon nicht mehr so entspannt, weil sie genau weiß, die zweite Person geht hin, macht die Stange hinter, macht die Klappe zu. Okay. Und deswegen stelle ich mich jetzt hier wirklich provokativ hin, mache aber gar nichts. Fein! So. Toll! Gut so. Ja. Wichtig ist, dass du zurück sagst. Und zurück. Sehr schön. Super. Zurück. Prima gemacht. Jawohl. So, und sowas prima, geht prima. Wirklich ganz ohne Haue, ganz ohne Besen, Schaufeln, was es da alles gibt. Longen, die links und rechts drum gespannt werden, wo das Pferd wirklich auf den Anhänger gezogen wird. Weil ich finde es wichtig, dass man nie auf andere angewiesen ist, dass man wirklich spontan entscheiden kann, ich fahre heute im Wald XY, ich hänge mal eben den Anhänger an, ich lade mal eben mein Pferd auf und das ohne Bauchschmerzen und ohne Nerv. Und ich glaube, das kann man jetzt ganz gut machen, und wenn die Besitzerin das so weiterübt, weil natürlich wird die Moonlight vielleicht mit einem anderen Anhänger, vielleicht auch nach ein bisschen Eingewöhnung wieder zu Hause, wird sie das vielleicht mal nachfragen. Aber sie wird sich daran erinnern, wenn man mit der Touchiergerte wedelt, wenn sie zurückgeht und man vielleicht hinten einmal auf die Klappe haut, wird sie es wissen. Und das alleine macht doch schon wieder Sicherheit. Und ich glaube, das klappt ganz gut. Ja, heute ist Abholtag für Moonlight. Besitzerin ist schon da. Ich bin schon gespannt, ob die guteste Moonlight uns jetzt überrascht und sagt, ich mache gar nichts mehr. Oder ob sie das so macht wie jetzt die letzte Zeit. Das war nämlich richtig, richtig gut. Also sie hat schon am ersten Tag beim Verladen das gezeigt, was du auch gesagt hast. Ich war auch relativ überrascht, als sie dann plötzlich quer über die Rampe auf mich zuging und sich da drauf stellte. Und ich gedacht habe, hallo, hier bin ich. ich würde sagen, ich musste gar nicht unsanft werden. Manche andere würden sagen, oh, das war aber unsanft, dass ich sie mal mit dem Gärtengriff von mir weggepackt habe. Aber das war es denn eigentlich auch schon an Widersetzlichkeit. Außer, dass sie halt immer reingegangen ist dann, aber so schnell wieder raus, dass man die Stange nicht hintermachen konnte. Da gab es noch mal wieder eine kleine Diskussion, weil mit so an der Hinterhand klatschen, das hat sie ignoriert. Ja. Wenn ich die Stange hintergemacht habe, dann hat sie da also wirklich auch so gegen gedrückt, dass man sie nicht hintermachen konnte. Und dann haben wir es jetzt hier so gemacht, dass wir wirklich mit der Touchiergerte hinten auf die Laderampe geschlagen haben. Das hat sie auch gar nicht interessiert. Also die ist trotzdem in dieses Peitschengezieher durchgelaufen. Und dann habe ich sie aber einmal hinten an den Beinen, als sie zurückgegangen ist, einmal nur gezwitscht. Und dann musste man nur noch hinten das Geräusch machen. Und dann ist sie so weit nach vorne gegangen, dass man also auch fast zwei von ihr da reinstellen hätte können.
So, und was ich ganz toll fand, ist wirklich, wir sind mit ihr gefahren, sind wiedergekommen und Vicky hat sie abgeladen, einmal fressen lassen, wiedergekommen, wieder drauf. Das hat die so gemacht. Wow. Am nächsten Tag hat sie einmal kurz gefragt. Aber ich glaube, wenn ich dir das zeigen würde, wie wir es machen, dann ist das eine Sache von 5 Minuten, wenn überhaupt. Ja. Wenn du die Einstellung dazu hast. Sehr gerne. Also definitiv. Ne? Wartezeit. Hast du sonst noch Fragen? Ja. Dann genau. Schieß doch erstmal los. Wie oft sollte ich quasi das jetzt noch wiederholen? Also ich sag mal so, wir fahren jetzt ja nicht jede Woche 6, 7 Mal weg. Aber so, dass es einfach drin bleibt. Also ich würde das die erste Zeit, es ist ganz schwer zu sagen. Ich habe sie jetzt nicht so in meinem Empfinden, dass sie Angst vor dem Anhänger hat, sondern dass, also, oder dass du jetzt trainieren müsstest, dass das alltäglich wird, weil sie Panik hat, die Rampe hochzugehen. Oder. Sie hatte schlichtweg absolut keine Lust. Genau. Das war so, wir haben es jetzt so gemacht, dass es im Anhänger, und das würde ich dir empfehlen, dass es im Anhänger immer was Leckeres gibt. Ja. Immer. Also einfach Hafer reinschippen zum Beispiel. Wir haben jetzt Hafer reingemacht, das ist für sie jetzt gar nicht mehr, sie hatte so viel, da hat sie gar nicht mehr so das Verlangen nach gehabt. Es war wirklich der Apfel, der für sie der absolute Hit da vorne war. Jetzt habe ich Möhren, gucke, wie es damit ist, aber eben gerade war gar nichts drin, sondern nur so ein bisschen Hafermüsli und sie ist trotzdem so raufgegangen. Ich denke mal so, wenn du das weißt, wie du es machen musst, wenn sie keinen Bock hat, dann glaube ich, musst du das gar nicht so oft trainieren. Okay. Es sei denn, du bist so, dass du es trainieren musst. Das weiß ich nicht. Also ob du sagen musst, so, es wird hier nicht nachgefragt, da geht's rein und tschüss. Ja, oder ob du eher der Typ bist, der sagt, ach, wie sieht's denn heute mal aus? Und so. Das ist halt so, sind so die Erfahrungen, die ich halt hatte, die ich gemacht habe, die sind halt irgendwo bei mir drin. Und ich muss das erst einmal sehen, dass es auch geht. Wie sind also, denn diese Erfahrungen? Ja, es ist halt dieses, sie sieht den Hänger schon, wenn ich sie von der Wiese hole oder so. Und dann guckt sie schon so. Und dann gehen wir halt rein, dann putze ich sie, dann gehen wir halt zum Hänger hin. Dann fängt das meistens schon an, dass sie äppelt und stehen bleibt. Okay. So. Und dann bin ich auch schon wieder so, ach, war ja klar, dann versuche ich es zwar, vielleicht bin ich auch einfach zu zaghaft. Das kann halt auch sein. Kann es denn sein, dass der Ausflugsort für sie nicht so angenehm ist oder das, was da gemacht wird, nicht so angenehm ist? Also das, was wir da machen, wenn wir halt zum Beispiel in eine Halle fahren und reiten, sieht sie auch immer andere Pferde, sie schnaubt viel ab, also sie wirkt überhaupt nicht unzufrieden. Okay. So, also da. Ja. Ich habe hier so manche Stellen gefunden beim Bürsten. Mhm. Da hat sie hier Unzufriedenheit gezeigt, wenn man vorne an der Brust, Schulter, an die Vorderbeine geht und sowas. Das fand sie ganz doof. Ja. Was wir hier draußen auch oft hatten beim Putzen, ist dieses Schnackeln mit dem Kopf und sowas. Das hat sie hier halt auch häufig gezeigt und vielleicht sind das einfach so Dinge, dass das vielleicht gar nicht der Anhänger ist. Das weiß ich jetzt nicht. Das kannst du besser auseinanderhalten. Oder ob es vielleicht die Putzsituation ist. Also beim Putzen zu Hause, muss ich sagen, habe ich das gar nicht, dass sie irgendwie mit dem Kopf rumschlägt. Stress, also weil sie woanders ist. Ne, so unten zwischen, also gar nicht Sattellage, sondern davor im Brustbereich. Das war von Anfang an bei ihr aber schon immer so. Und man muss auch nicht mal doll machen. Und beim Satteln gar nicht. Sondern nur, wenn man schon mit der Hand da unten so, ich weiß nicht, ob sie das kitzelt oder so, das mag sie halt gar nicht. Aber das war schon Anfang an so. Wie ist das denn beim Gurten? Gar nicht. Gar nicht. Da, also sie hat keinen Gurtzwang, dass ich jetzt sage, das liegt am Sattelgurt oder so. Deswegen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, also wenn du die Chance hast, mit ihr das zu üben, klar ist das immer besser. Ich würde sie jetzt aber nicht als so ein Patienten einstufen, wo man sagen muss, das musst du jetzt erstmal jeden Tag machen, damit das alltäglich wird, dass die Angst verloren geht. Das hat sie, glaube ich, nicht. So, was wir haben, ist hier so eine Tuschiergerte und ich würde auch gar nicht mitgehen. Wir haben nämlich festgestellt, zu zweit macht sie das viel schlechter. Hoppi, hoppi. Fein. Supi, kannst du ihm mal eine Möhre geben? So. Einfach nein. Ich finde das immer so erstaunlich. Krass. So schön, ne? So, und was wir auch machen, dass wir, wenn sie im Anhänger ist, dass wir Dinge machen, die sie gut findet. Ja. Da hast du ja viel
viel mehr Erfahrung mit ihr, was sie gut findet. Wir haben ihr denn die Mähne gekrault, gestreichelt, gemacht, getan. Weil ganz zuerst war sie dann ganz unruhig. Dann hat sie gleich geguckt, oh, kann ich wieder raus? Stange ist dahinter. Dann hat sie den Kopf hierhin, den Kopf dahin. Und die war unentspannt einfach. Und das hat sie jetzt aber wirklich mit der Zeit richtig gut gemacht. Ne? Und sobald der Kopf im Anhänger ist, lasse ich sie eigentlich alleine hochschieben. Ne, dann weiß sie ganz genau, zweite Person gibt Druck oder gibt mehr Druck. Ne, und wir ziehen auch gar nicht. Wenn ich merke, sie zögert, klatsche ich sie schon ganz leicht an. So, jetzt kannst du einmal an ihren Bauch klopfen mit der Gerte und vor. Ja, toll. Feine Maus, super. Klasse. Super. So. Guck mal, jetzt hast du sogar den Fall gemacht, der meistens nicht funktioniert. Du bist bis nach ganz vorne gegangen und bist dann auch noch nach hinten gegangen. Stimmt, ich bin erst nach vorne gegangen, ja. So, und ich nehme sie denn da immer ab, aber weiß halt, wenn ich ziehe, zurück, wird es vorne Druck geben. Deswegen mache ich das dann an der Schulter. Okay. Super. Super. Ja, komm, nee, lass mal. Okay. So, was du machen kannst, ist, dass du einfach einmal hinten zum Gras gehst. Ja. Ich mache in euren Hänger ein paar Möhrchen rein. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, dass sie stehen bleibt. Ansonsten ist es so, das hast du vielleicht gesehen, das Video dauert ja ein bisschen, bis das kommt und du es sehen kannst. Ja. Ich bin wirklich in diesem Bereich. Ja. Und sie ist immer nach rechts vorbei, nach links vorbei, dann kam sie auf mich zu und ich habe diese Gerte da in der Hand. So, und ich gehe eigentlich immer nur die ganze Zeit an ihre Hinterhand und nerve sie und sage Popo rum, Hintern rum, was auch immer. Ich glaube, ich habe Popo rum gesagt oder sowas, dass sie sich wieder gerade stellt. Mhm. Nee, nicht ins Zelt oder so. Nun geht zum Abschluss nochmal darum, dass Moonlights Besitzerin weiß, wie sie in extremen Situationen ihr Pferd verladen kann. Das muss nicht immer Stress sein. Aber welches Pferd will denn hier jetzt gerne wieder vom Gras runter? So, jetzt machen wir gleich hartes Programm, Transportgamaschen und neuer Hänger. Dann haben wir letztendlich die Situation, wo sie vielleicht sagt, piepst wohl. Ich möchte gerne hier bleiben. Hier ist schön. Ja, das klappt richtig, richtig schön. Mit Vicky ja so drauf marschiert, aber auch Saskia, darf ich sagen, ne? Ja. Auch mit ihrer Besitzerin Saskia ist sie so drauf gegangen. Wahnsinn. Und jetzt machen wir Transportgamaschen drauf. Das hat ja beim letzten Mal nochmal zu einer Bremse geführt. Da wusste sie, jetzt wird's ernst für unsere Fahrt. So, und jetzt geht es in einen anderen Anhänger mit Transportgamaschen. Und meine Hoffnung ist es eigentlich, dass sie noch mal verweigert, dass sie noch mal stehen bleibt. Weil dann kann ich auch zeigen, wie der Weg dahin geht, wie man in dieser Situation dann halt die Moonlight wieder schnell drauf kriegt. Bisher hat es noch nicht geklappt. Die Pferde sind eigentlich immer drauf gegangen. Mal gucken. Auch cool, kann man da stehen, das Pferd wird eingepackt, ne? Ja, dachte ich, als ich schon gekommen bin, dass Vicky hat alles so Sachen gemacht, da habe ich gar nicht dran gedacht. So, die hat die Gamaschen zusammengeräumt, Sachen aus dem Auto, aus dem Hänger geholt. Da hätte ich gar nicht dran gedacht, wirklich nicht. Das ist sehr schön. Servicewüste Deutschland stimmt eben nicht, zumindest hier. Ja, es ist immer so ein Trugschluss, ne? Viel mehr Hafer, aber Pferd wird dünner. Ja, also ich bin ja sowieso ein Haferfreund, sowieso, aber gut zu wissen. Jetzt hatte ich ja den Pilotentest, 3 Kilo am Tag, schadet ihr nicht. Nein. Ganz im Gegenteil. Also ich habe sie ja gerade schon draußen gesehen, ich war richtig positiv überrascht. Sagst du ja einmal mit der Gerte, also dass du quasi nicht in eine ziehende Position, genau. Und einmal super fein. Klasse, Maus. Klasse. Supi. Super Spatz. Super. Fremder Anhänger, Transportgamaschen, Besitzerin ist da. Es geht definitiv nach Hause. Ist das jetzt schlecht für mich
Und gut für die Besitzerin? Nein, ich freue mich. So, und das ist das Einfachste von der Welt, dass man wirklich einfach da hinten stehen bleibt. Und wenn man mal verpasst hat, vorher ein bisschen Anschubs zu geben mit der Gerte, dann geht man halt einfach nochmal zurück und macht es neu. Ja. Ne, aber das ist immer das Schönste, weil man kann einfach von der Hand her sagen, geh, und hinten macht man einmal Klatsch. Aber da sah ja noch nicht mal irgendwie eine Sekunde so aus, als würde sie jetzt nicht reingehen wollen. Ja, man denkt halt, wenn man vorne steht, hat man mehr Kontrolle, was ja eigentlich Blödsinn ist. Weil ja, durch Festhalten bei ihr merkt man ja, passiert erst gar nichts. Also wenn man vorne mit viel Druck kommt, ja, dann ist bei ihr sowieso... Ja. Das ist aber fast bei allen so. Ja. Deswegen, also es ist immer einfacher, die treibende Position zu sein. Aber das ist bei manchen Pferden nicht möglich. So wie bei Leo zum Beispiel, wenn die Pferde gezielt sich umdrehen und nach einem hauen, dann bin ich ungern in der treibenden Position hinten. Dann stelle ich mich lieber in den Anhänger und ne, das ist immer unterschiedlich. Vielen Dank. Danke für. Wirklich Wahnsinn. Ja, es ist immer so schön, auch strahlende Besitzer oder Besitzerinnen zu sehen. Ja, es macht mir immer am meisten Freude und auch wie Vicky da drin aufgeht. Die war ganz aufgeregt und wollte das alles zeigen. Ja, und dass die Moonlight das jetzt so toll gemacht hat, dass sie wirklich auch in den fremden Anhänger geht, das fand ich, Vicky würde sagen, mega gut. Nein, richtig toll, ich freue mich. Sollte es jetzt nochmal Probleme geben, habe ich gesagt, soll sie es einfach eben auf Handy aufnehmen und dann sage ich ihr nochmal, wie ich es machen würde. Ja, nun ist sie weg, die Moonlight. Jetzt ist noch Kami hier und der fährt morgen. Wir wünschen den beiden allzeit gute Fahrt und freuen uns auf Arianes nächsten Fall. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Fälle in der Uncut-Version sehen und jetzt ganz neu auch Tutorials und Podcasts zum Nachreiten und Ausbilden von Pferden nach Arianes Reitweise. Wir wünschen euch viel Spaß und bis auf bald. Euer Hofeichen-Eck-Team. Turns and fades.